Ja, lange mache ich es auf alle Fälle schon, über 20 Jahre. Ich habe viele andere Bereiche natürlich bei der Post erlebt, aber hier ist der Traum. Ich sag immer, wo hat man den Luxus zu arbeiten und zu wohnen, wo andere Urlaub machen. St. Peter ist ja quasi, man kann es auch nennen, alle, die hier wohnen, das ist wie eine Familie. Jeder kennt jeden in der Regel. Und das Interessante ist einfach, wenn du mal neue Leute kennenlernst. Ne? Die Urlauber sagen sich häufig genug, Mensch, der Postbote, der weiß alles. Und es kommt selten vor, dass man mal wirklich nichts weiß. Also ich sag mal so, fürs Gespräch mit den Leuten nimmt man sich immer gerne die Zeit. Die größte Auszeit, die ich habe, ist wirklich nach Feierabend die Zeit noch mit der Familie zu verbringen. Das Schöne ist, man kommt nach Hause, die Tür geht auf und dann kommen sie auf dich zugerannt. Und da schaltet man sofort ab. Also wo wir hierher gekommen sind, muss man sagen, es wurde anfangs wenig Angebot, gerade was so den Kinderbereich betrifft. Und da sind wir natürlich involviert und versuchen viel zu machen. Dadurch sind ja auch solche Sachen entstanden wie eben der Förderverein vom Kindergarten. Das macht man automatisch. Man hilft damit. Deswegen finde ich das halt so schön, dass jetzt mehr und mehr angeboten wird. Gerade eben für die Kinder. Der Ort lebt ja auch davon. Ich habe nie einen schlechten Tag. Selbst bei schlechtem Wetter nicht. Das gehört zum Beruf dazu. Häufig wird man dann eben gefragt, wie können Sie denn so gut drauf sein, selbst bei Regen, wenn man dann sagt, einen schönen Tag noch oder was. Wenn ich den Beruf nur machen möchte bei schönem Wetter, muss ich halt irgendwo gucken, dass ich in anderen Ländern zustelle, wo es halt nur Sonne gibt. Also ich könnte mir nicht vorstellen, momentan woanders zu sagen, da habe ich Lust, meinen Job zu machen. Ich mache den Job sehr gerne, aber hier in St. Peter noch lieber.